Ich möchte euch in diesen Videos nun zeigen, wie man mit Hilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen Berechnungen für proportionale und antiproportionale Zuordnung vornehmen kann. Eigentlich solltet ihr ja in Navi schon Tabellenkalkulationsprogramme verwendet haben. Wenn es noch nicht der Fall ist, ist es jetzt egal. Ich werde trotzdem so die wichtigsten Begriffe nochmal am Anfang nennen. Zunächst mal, ich habe hier OpenOffice bei mir zu Hause installiert. In der Schule haben wir, glaube ich, LibreOffice. Welches Programm ihr zu Hause verwendet, ist egal. Beide Programme sind sich sehr ähnlich. Je nachdem, wie das bei euch installiert ist oder was ihr aufruft, bekommt ihr beim Start von OpenOffice bzw. LibreOffice entweder eine solche Ansicht oder ihr könnt vielleicht direkt, ich glaube, so in der Schule ist das ja der Fall, ein Tabellendokument, ein neues öffnen. Machen wir das mal. Und was man jetzt hier sieht, ist ja eine Tabelle. Ganz wichtig zu der Tabelle nun einige Begriffe. Zunächst mal erkläre ich euch nur etwas. Wenn ich euch dann etwas vormache, solltet ihr das immer am besten selber auch mal ausprobieren, dass ihr also feststellt, wie das so ist. Also zunächst mal hier, in jeder Tabelle habe ich einzelne Zellen. Diese Zellen sind benannt nach dem Namen der Spalte. Die ist hier auch farbig hervorgehoben, wenn ich diese Zelle einmal anklicke mit der linken Maustaste. Und auf der linken Seite ist die Nummerierung. Das heißt, diese Zelle hier ist die Zelle D5. Das steht übrigens hier auch drüben. Ich kann die Zelle verändern in der Breite, indem ich hier am rechten Rand oben in der Benennung diesen Rand verschiebe. Ich kann aber auch mehrere auf einmal verändern, indem ich sie markiere. Also das bedeutet linke Maustaste. Festhalten, aufziehen, loslassen und dann bekommen alle Spalten hier in diesem Fall die gleiche Breite. Das gleiche geht auch für mehrere Spalten. Da kann ich dann die Höhe eben verändern. Ich mache jetzt die Änderung, die ich gemacht habe, mal rückgängig, damit ich wieder die normale Breite habe. Übrigens, so eine Tabelle ist beliebig lang. Ihr braucht also keine Angst haben, dass sie nicht reicht. Momentan geht die Tabelle nur bis hierhin, bis zur Spalte M hier vorne. Aber sobald ich losgelassen habe, werden gleich ein paar neue Spalten ergänzt. Das sind so viele Spalten und Zellen, die werdet ihr niemals brauchen können. So eine Tabellenkalkulation ist mehr als eine einfache Tabelle, wie man sie zum Beispiel in einen Text einfügt. Der Name Kalkulation sagt es ja schon. Ich kann damit auch rechnen. Wenn ich zum Beispiel hier eine Rechnung eintrage, muss ich vorne dran ein Gleichheitszeichen setzen und dann schreibe ich mal eine kleine Rechnung. 3 mal 4 ist ja 12 plus 5 müsste also 17 ergeben. Und tatsächlich wird mir auch das Ergebnis geliefert. Bitte probiert das mal aus. So, und ich habe euch ja gesagt, wichtig ist, dass ihr am Anfang dieses Gleichheitszeichen habt. Nämlich, wenn ich das Ganze lösche und dann die Eingabetaste drücke, dann steht das Ganze als Text da. Es ist also nicht ausgerechnet, sondern wird so, wie ich es hingeschrieben habe, gelassen. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, ich habe hier oben geklickt. Das ist ebenfalls eine Möglichkeit, etwas an dem Inhalt der Zelle zu ändern. Ansonsten kann ich auch per Doppelklick die Zelle öffnen, damit ich drin arbeiten kann. Wir probieren es nochmal. Mit Gleichheitszeichen wird es berechnet. Übrigens, wenn ich die Zelle hier jetzt anklicke, ist das Ergebnis der Berechnung immer noch zu sehen. Aber hier vorne in dieser Eingabezeile sieht man, was tatsächlich in dieser Zelle drin steht. So, nachdem ich unsere Zelle von eben gelöscht habe, gehen wir zur ersten Aufgabe. Ich habe mir die Aufgabe Nr. 11 auf Seite 29 ausgesucht. Bitte holt das Buch und lest die Aufgabe durch. Ich fange schon mal an und trage, während ihr das Buch holt, die Werte ein. So, bei dieser Aufgabe heißt es ja, aus 50 Kilogramm Äpfel werden 50 Flaschen Most.
Und die Frage A lautet, wie viel Most erhält man aus 40 Kilogramm Äpfeln? Ich schreibe das jetzt nicht hier rein, diese 40 Kilogramm, sondern ich trage sie hier unten ein. Der Grund ist ja, ich will ja über Dreisatz rechnen und da brauche ich noch eine Zeile frei. Übrigens, ich habe hier die Einheiten weggelassen beim Gewicht. Der Grund ist, wenn ich hier hinten dran zum Beispiel Kilogramm die Einheit schreibe, wird nämlich aus der Zahl, die eben immer rechts angeordnet ist, ein Text. Und mit einem Text kann ich nicht rechnen. Und das will ich ja, nämlich mit dieser Zahl 50 rechnen. Man kann Einheiten über eine spezielle Formatierung ergänzen, aber das lassen wir jetzt erstmal weg. Für die Dreisatzrechnung gehen wir ja meistens über drei Werte oder Paare von Werten, das heißt 40 Kilogramm Äpfel, 15 Flaschen und dann meistens ein Zwischenwert, über den wir dann auf das Endergebnis kommen wollen. Man kann hier natürlich 10 Kilogramm verwenden. Wir verwenden aber mal 1, damit es sozusagen für alle Varianten verwendbar ist. Egal, was für Werte wir hier später einsetzen. Das ist nämlich der Vorteil. Ich rechne nicht nur für eine Aufgabe, sondern mache das Ganze für jede beliebige Aufgabe jetzt. So, wie komme ich auf dieses Ergebnis? Ich muss ja hier von 50 auf 1 durch 50 teilen. Also muss ich das auch bei dieser Zahl machen. Jetzt will ich rechnen, also trage ich ein Gleichheitszeichen ein. Und anstatt die Zahl 15 jetzt hier von Hand hinzuschreiben, mache ich was anderes. Ich klicke nämlich auf das Feld hier oben B2. B2, da wo die 15 steht. Wenn ich das gemacht habe, wird das Feld B2 umrandet und hier unten eingetragen. Und dann muss ich ja als nächstes rechnen durch 50. Durch am Computer macht man nicht mit Doppelpunkt, sondern mit diesem Schrägstrich, der sich über der 7, also auf der Taste 7 befindet. Dazu muss ich die Großschreibetaste drücken und dann die Taste 7 drücken. Das ist das Geteilsymbol. Auch hier wieder durch 50 teilen. Dazu klicke ich die Zelle A2 an und dann ist die hier eingetragen. Jetzt gucken wir mal, was da berechnet wird. Als Ergebnis kommt auf jeden Fall eine Zahl heraus und das ist eben auch das Ergebnis von 15 geteilt durch 50. Das heißt, die Zellen, die ich hier jetzt stehen habe, werden nicht als Text verarbeitet, sondern es wird stattdessen der Wert der Zelle genommen. Das heißt, wenn da steht B2, guckt das Programm, was steht in Zelle B2 und teilt dann durch den Wert, der in Zelle A2 steht. So, Eingabetaste. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht, weil ich aus Versehen, als ich hier noch aktiv war in der Eingabezeile, hier das Feld B4 angeklickt habe. Das ist ein Fehler gewesen natürlich. Ich muss also nochmal A2 anklicken. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus Versehen ein falsches Feld noch zusätzlich anklickt. Eventuell muss man es halt korrigieren. So, jetzt kommt der zweite Schritt. Und zwar muss ich jetzt ja diese Zahl hier multiplizieren mit 40, denn ich rechne von 1 auf 40 mal, also auch hier 0,3 mal 40. Aber hier wieder, ich werde nicht irgendwelche Zahlen fest vorgeben, sondern ich verwende die Inhalte, die Namen der Zellen. Das heißt, ich nehme den Inhalt der Zelle B3 und multipliziere ihn mit dem Inhalt der Zelle A4. Und das ist dann das Ergebnis. Das heißt, wenn ich bei 40 Kilogramm Äpfel 15 Flaschen bekomme, bekomme ich bei 40 Kilogramm 12 Flaschen. Jetzt bitte ich euch, dass ihr das Ganze nachvollzieht, damit ihr auf die gleichen Zahlen kommt. Wichtig ist, ich möchte nicht, dass ihr hier
die Zahlen, die wir jetzt hier oben eingetragen und vorgegeben haben, direkt in die Formel eintippt, sondern dass ihr die Namen der Zellen verwendet, zum Beispiel indem ihr sie schreibt oder eben anklickt. So, wenn ihr das jetzt nun ausprobiert habt, schauen wir uns mal an, was wäre denn zum Beispiel, wenn in einem Jahr ein besonders saftiger Apfel entstanden ist, also gewachsen ist, so zum Beispiel, dass 50 Kilogramm Äpfel nicht nur 15, sondern vielleicht sogar 18 Flaschen Most bringen. Netterweise ist das eben so, dass ich die Zahlen, die ich eingegeben habe, ja auch verändern kann. Also ich ersetze einfach die 15 durch die 18 und, jetzt bitte aufpassen, sobald ich die Eingabetaste gedrückt habe, werden die Zahlen hier ergänzt bzw. erneuert. Das heißt, die Ergebnisse hier sind eben die Ergebnisse der Rechnungen, die sich aus diesem hier ergeben. Ne? Hier steht B2 durch A2, also 18 durch 50 und hier B3, also diese Zahl, mal diese hier. Wenn ihr jetzt ein wenig rumprobiert habt, ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr Aufgaben zum Beispiel für die Arbeit ausprobiert, könntet ihr euch so eine kleine Tabelle machen. Ihr könntet natürlich die Beschriftung weglassen. Und ihr markiert die Zellen, die man von Hand eintippt, mit einer speziellen Farbe, zum Beispiel hier grün. Das heißt, die grünen Zellen, das sind die, in denen ihr etwas ändern sollt. Und dann wisst ihr, hier könnt ihr zum Beispiel etwas anpassen. Also zum Beispiel, wie sieht es aus, wenn jetzt 2500 Kilogramm Äpfel vorhanden sind. Unsere Tabellenkalkulation berechnet das für uns, kein Problem. Nun zur Teilaufgabe B. Da heißt es, wie viel Kilogramm Äpfel benötigt man für 6 Flaschen Most? Ich ergänze jetzt eine Zahl, und zwar heißt es ja, oder es ist ja als weitere Zahl die Anzahl 6 Flaschen gegeben. Das heißt, hier muss ich eine Zahl ebenfalls eingeben. Da das eine Zahl ist, die ich von Hand eingegeben habe und nicht berechnet habe, kann ich das Ganze also, oder markiere ich das Ganze eben grün. Jetzt muss ich natürlich aus diesen vorherigen Werten irgendwie auf dieses hier kommen. Ja, was habe ich ja immer hier gemacht? Ich habe ja über diesen Zwischenwert 1 dann schließlich auf den anderen Wert gerechnet. Wir erinnern uns, ich habe den Wert von B2 genommen, durch A2 geteilt und dann mit A4 mal genommen. Jetzt kann ich natürlich diese Rechnung auch in einem Schritt machen. Das heißt, ich kann im Prinzip hier drauf verzichten, dass ich das eine berechne, denn der Computer macht das ja ohne Probleme. So, wie komme ich von diesen Werten hier oben auf die 6 Flaschen Most? Auch hier wieder wäre eine Überlegung, ich muss von 18 irgendwie auf 6 kommen, würde dann durch 18 teilen, damit ich bei 1 lande und dann mal 6, dass ich bei der 6 bin. Und das schreibe ich jetzt in einer Rechnung hin. Das heißt, das Ergebnis ist ja durch 18 mal 6, also muss ich diesen Wert hier oben nehmen, teile dann durch 18. Oh, Entschuldigung, natürlich eben nicht. Nimm den Wert der Zelle hier oben und multipliziere mit dem Wert hier unten. So, das ist bei der Zahl, die ich hier verwendet habe, nicht so gut. Ich ändere mal wieder zurück und dann sieht man, dass ich also bei 6 Flaschen 20 Kilogramm Äpfel brauche. Also, was ich hier gemacht habe, ist, dass ich in diesem Fall die zwei Teilrechnungen in einen zusammengepackt habe und damit habe ich eben, brauche ich weniger Spalten. Eure Aufgabe nun ist,
diese Tabelle mal zu benutzen und zu gucken, ob die Aufgaben richtig sind. Was ihr auch machen könntet, ist versuchen, noch diese Zelle oder diese Zeile hier wegzulassen.